TV of Lost, Episode 85 in der Wildnis. Oder auch Dogs. Hamburg St. Pauli. Super. Topflappen. Check, check. Das ist eine Diskothek, war? Ja. Wer übersetzt hier? Clacky. Was ist denn los, mein Kleiner? Kannst du hier warm Wasser machen? Hier kommt kein warm Wasser. Was ist denn jetzt wieder los? Irgendeine Schraube ist locker oder so. So, pass mal auf. So. Ist jetzt schön, ne? Mir ist noch kälter jetzt. So, ist schön, ne? Warum bist du eigentlich nackt? So, jetzt besser, ne? Nee, ist wieder kalt. Warum bist du eigentlich nackt? Bin ich nackt. So, jetzt echt? Jetzt ist es echt so, kalt. So, jetzt geil. Jetzt ist echt kalt, danke. Ich habe ein Buch erworben. Ja? Geschrieben von Tobi Fuhrmann, bekannt als Drummer der Unzucht. Der schrieb nämlich ein Buch und ich bin sehr gespannt darauf. Es heißt, ich trag ein Massengrab im Herzen. Oh Mann, ey, come on! Sie ist mir voll auf Scheiße, Sack! Wenn deine erste Freundin von einem Kleinbus überfahren wird und du stehst daneben. Wenn Groupies nach verrichtetem Liebesdienst vor deinen Augen in Erdbebenspalten stürzen. Wenn deine neue Freundin nicht mit dir schlafen möchte, weil sie vergewaltigt worden ist und dir ihr Vergewaltiger plötzlich am Tresen einer Bar das Du anbietet. Und was denkst du dann? Richtig, an Bauschaum. Damit die Schminke auch schön prickelig aussieht, mischen wir unsere wasserlösliche Körperfarbe mit Mineralwasser. Das prickelt schön auf der Haut, macht frisch, öffnet die Poren. Ich finde es aber trotzdem dreist, dass wir uns diesmal kein Mondwasser gebracht haben, wie sonst auch. Mondwasser? Ja. Aber es ist Wasser aus dem Mariannengraben. Dass dir die 5 Euro mehr immer sinnvoll. Genau. Auch wenn halt nur irgendwie so ein Achtel davon dann voll ist. Machst du dich schwarz? Das ist das Gegenteil von Rasieren. Herzlich willkommen zur finalen Ausgabe von Wie werde ich gesund in 5 Tagen? Heute mit dem wichtigsten aller Tipps, Bettruhe. Ja, und das war's dann auch schon. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid alle gesund. Sage gute Nacht und wir sehen uns auf Tour. Ich wollte schon mal meinen Mann mit Bart küssen. Das ist echt widerlich.